So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Dark Souls 2, unser hübscher Hexer. Wir sind jetzt gerade in der schwarzen Schlucht, denn ich habe mir gedacht, vielleicht gibt es auch hier noch einen Raum, wie nach der Sünderin und wie nach dem Kampf gegen das komische Feuerdämönchen. Und in der Tat habe ich hier eine kleine Truhe mit Knochenstaub gefunden. Den Weg habe ich nämlich komplett übersehen. Hier so hinter dem Feuer hat man das auch relativ leicht übersehen, würde ich mal sagen. So, das heißt, Moment. So, wir sind hier, meine ich, fertig. Und ich habe nochmal geguckt nach den komischen Türen. Ja, auch das hier kann man sich eigentlich schenken. Wir gehen aber einfach mal spaßhalber rein. Schöne versunken Königsschlummer, genauso wie der darin verborgene Terrache. Ohne Spur von Wasser und Weg. Okay. Ja. Wenn ich mich nicht, also wenn mich nicht alles täuscht und wenn sie es nicht geändert haben, dann müsste das hier eigentlich der DLC-Bereich sein, den sie in das Spiel einfach mal reingepatcht haben. Ich habe ja schon das letzte Mal gemeint, dass die, oder einen der letzten Teile, ich weiß es nicht, dass die den Raum erweitert haben, dass es vorher einfach nur so ein viereckiger Raum war, nach dem komischen Dämonen, dem Feuerdämonen. Und danach ging es in einen neuen Bereich, den haben sie dazu reingepatcht. Das haben sie wohl an mehreren Orten gemacht, denn abgesehen von der Sünderin, hier ist es auch der Fall gewesen. Ich weiß nicht, vielleicht haben wir bei der Spinne, bei der Freya, das war das letzte Mal genau, die Mistrade, da haben wir das ja auch gehabt. Und hier auch wieder die nichtssagenden Steinchen. Naja. Ich habe mich mal schlau gemacht und das passt zur Architektur, wenn ich das so richtig gesehen habe. Das passt zur Architektur des Gebietes, denn auch hier die Tür ist zu, ja, zu ist die Tür, die führt in den sogenannten DLC-Bereich. Wie DLC-Bereich? Wieso habe ich denn Zugriff darauf? Ja, das nennt man teasen oder schmackhaft machen oder anfüttern. Denn man wird hier konfrontiert mit einem Gebiet, das man schon kann. Es fehlt nur noch ein kleiner Tick. Den kann man sich dann natürlich kostengünstig dazu kaufen, denn der ist in der normalen Version nicht dabei, logischerweise. Wo beispielsweise Doom früher. Was ist? Oh, ach so, stimmt, jetzt kommt ja das. Die letzte Feuerseele. Achtung, schisch. Bei Doom, vierte Episode. War gratis, was Patch. Ja. Und hier kauft man sich natürlich dem Zeitgeist entsprechend einfach alles extra nach. Da gibt es nichts gratis. Aber gut, dass ich nochmal hierher bin. Ich meine, das habe ich auch nie aktiviert, das Feuerchen, aber ich bin, na, muss sicher. Genau, ich muss es hier komplett vergessen haben, weil ich den Weg nicht gefunden habe. Hätte man auch ein bisschen ausleuchten können oder sowas, oder eine Nebelwand davor machen, die dann verschwindet. Hätte man es gesehen, kann man nämlich leicht übersehen, wie man gesehen hat. Oder nicht gesehen hat. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. So, und jetzt reden wir mit diesem komischen Vogel hier. Diesem verwurzelten Feuerwurzeldämon-Ding. Achtung, und los geht's. Schwachsinn. Gut, wir müssen also König Wendrick besuchen, so wie es uns schon ein paar Mal gesagt wurde.
Und jetzt werden wir wieder daran erinnert, ach ja, euer Fluch, ihr wisst doch noch, hier Zwinker, Zwinker, hatten wir doch mal erwähnt vor mittlerweile knapp 30 Stunden. So alt ist diesem, ja, ein Urleuchtfeuer wurde erneut entzündet. Ja, so alt ist das Charakterchen. Level müsste 111 sein. Ich habe auch Spaß, aber nochmal die Flamme, die Finsterflamme oder was nochmal, die finstere Feuerflamme, Pyromantenflamme, zweimal noch aufgebessert. Jo, da sind wir fertig. Ich überlege gerade, wo wir noch hin könnten. Naja, jetzt schauen wir mal. Ja, eigentlich müssen wir jetzt in den Wald, richtig? Richtig. Oh, und was ich auch gesehen habe, wir haben doch die Hexerei mit der Finster, Quatsch, mit der, na wie heißt's, mit der finstere Waffe, der die Abwehr senkt. Und unsere Zauber haben ja den gleichen Schaden gemacht. Also gehe ich mal ganz stark davon aus, dass das Ganze physisch ist. Und was haben wir hier? Unsere schwere Armbrust. Das würde ich ganz gerne mal testen. Irgendwie auf den Gegner beamen, erst einen Schuss so verpassen, dann das Teil draufhauen und dann nochmal. Und gucken, ob das Ganze auch, ja, den Gegner ein bisschen schwächt. So, aber wo reisen wir hin? Hier sind wir fertig. Wir sind im Grunde genommen mit ziemlich vielem fertig. Oh, die Spinnenscheiße. Müssen wir nochmal zu ihr? Zur Ornifex? Ich würde sagen, wir gehen mal Spaß, aber gucken, was sie jetzt im Angebot hat, ob sie oder was wir bekommen für die Seele der Spinnin Freya. Oh, da haben wir doch auch gleich zwei Spinnchen, da können wir es ausprobieren. Die erste kriegt so einen von Last geknallt und die zweite mit. Oh Gott, 91, nicht gut. 84, überhaupt nicht gut. Interessant, ne, dass die Finstergeschichte so abartig viel mehr Schaden macht. Und wir probieren es. 90er und 80er. Okay. Wir haben was gemacht. Das Dreifache an Schaden. Also auf jeden Fall mehr als das Doppelte an Schaden. Das ist gut. Jetzt die Frage. Sind die besonders gut gepanzert, die komischen Spinnchen oder was? Wir probieren mal die Eule. Ach ja, da fallen sie von der Decke. Oh. Hau bloß ab, Junge. So. Und schön einen von den Latz knallen. Ja, doch, so funktioniert das. Muss man natürlich auch machen, denn wenn ich dafür schon einen Zauber aufbringe. Kettenbrecher. Ja, die lassen immer so spitze Waffen fallen. Okay, ja, da würde ich mal fast sagen, gegen. Das ist was für zum Beispiel gepanzerte Endgegner, die vielleicht physisch sind oder zum, ja, irgendwelche dicken Gegner. Denn viele hat man davon nicht. Viele Aufladungen finde ich ein bisschen schade. Ja, aber man merkt schon, so ist sie nicht besonders gut. Achso, ja. Zweihändig, wir probieren es mal so. Wo habe ich gerade einen Schadenswert gesehen? Oder wo habe ich nicht gesehen, viele ja? So, bei der Waffe. 255. Und die macht 112 und 112. Geringere Reichweite. Was wiegt denn das Ding? Ah, okay, 3 und 4 Kilo. Das gibt es hier also nicht so also dermaßen viel. Naja. Gut, jetzt gehen wir mal kurz zu ihr. Und, ach ja, wir wollten ja erstmal für Ruhe sorgen. Aber zuallererst. Ach. So, die ist auf jeden Fall weg. Na, vielleicht können wir noch ein paar Feuerbölzchen kaufen. Ja, aber so bringen die wirklich nicht besonders viel, die Bolzen. Oh, wir haben noch 16 Stück. Vielleicht sollten wir uns ein bisschen eindecken.
Wir haben doch schon einige rausgehauen. If you provide a wondrous soul, I will create one thing of you. I require no. Gut. Ja, gibt es jetzt eine einzige Waffe oder wie? Oder was? Oder wer? Ich weiß es nicht. Ich brauche mir die Brocken, genau, die haben wir aber nicht. Hm. Doch, da haben wir eine große Titanitscherbe. Können wir auch mal einsetzen, spaßhalber. Rittergamaschen plus 3. Ja, kommen, wenn wir schon mal hier sind. Warum nicht? Was können wir denn für Waffen kaufen? Standard. Feuer. Unnütz. Handeln, genau, handeln war's. Ah, ich. Genau, Spinnenseite. Seele von Freya, der Liebsten. Spinnenzahn. Was ist das, ein Dolch? Bewegungshemmung, schwerer Angriff. Außerdem war er der Liebsten des Herzogs geschmiedetes Krummschwert. Seine Klinge ist mit einer klebrigen Seide beschichtet, die mit jedem starken Angriff ausgeworfen wird und die Bewegung des Feindes verlangsamt. Angeblich soll der Herzog selbst, eine exzentrische Seele, der von Spinnen fasziniert war, eine alles andere als menschliche Form angenommen haben. Mhm. Spinnenseide aus der Seele von Freya, der Liebsten geschmiedetes Stoßschwert. Ja, also hier was mit einem Krummschwert, hier mit einem Rapier oder einem Degen zu tun. Seine nadelartige Klinge kann problemlos die härteste Panzerung durchdringen. Schilddurchdringung mit schwerem Angriff. Angeblich soll der Herzog selbst. Ja. Und skaliert auf Geschicklichkeit mit S. Ja, das klingt gut. Also hier haben wir richtige Stoßschwerter. Wenn der Feind das Schild hochhält, wir stechen einfach durch. Aber natürlich, die müssten recht schnell auseinanderfallen. Das finde ich halt, ehrlich gesagt, ziemlich schade, denn viele von den Waffen haben bestimmt einen netten Effekt, aber die fallen halt recht schnell auseinander. Und was noch schlimmer ist, ist, dass die vom Schaden her, mal abgesehen von diesem, ich sag mal, das ist ein Gimmick, die Absorption, das kennt man schon, Trefferpunkt, Absorption durchs Fleischermesser, Hammer des Eisenkönigs, Spezialangriff, schwerer Angriff, ist der Effekt toll. Blitz, Spezialangriff, okay, naja. Ja, die sind eigentlich bestimmt ganz nett. Und wenn man sich sozusagen darauf spezialisiert, sind sie bestimmt auch nicht schlecht. Ich möchte aber normale Bolzen kaufen, die sind ein bisschen preiswerter. Und ja, wie gesagt, hier muss man sich wirklich, habe ich das Gefühl, so ein bisschen drauf spezialisieren. Auf die Geschichte. Sonst sind die nicht besonders toll, die Waffen. Und irgendwie bin ich nie dazu gekommen, weil man meistens dann schon, ich weiß nicht, seine Lieblingswaffe sozusagen auf Level 10 hat. Ich meine, bis hierhin hat man schon ewig gespielt. Und dann auch mal eine komplett neue Waffe anzufangen, ich weiß nicht, irgendwie hat es immer so ein bisschen was von, ja, weiß ich nicht, Kaltstart? Man ist ja schon quasi warm geworden mit seiner Lieblingswaffe, hat die schon hochskaliert, hat sie vielleicht noch mit irgendwas verbessert, vielleicht hat man es auf Gift getrimmt oder sowas, und dann findet man ein Gift-Dolchlein oder sowas und der ist halt einfach nicht so gut wie die eigene Waffe, um die man sich schon gekümmert hat, wo was Material gesammelt hat und so weiter. Das ist mal ein bisschen schade, denn ich schätze mal, dass es eigentlich gar nicht so schlecht wäre. Aber wie gesagt, man benutzt sie halt nicht. Schwere Bolzen, kann man gerade mal 34, ja. Ja, was machen? Haben wir die normalen oder 30 Punkte mehr? Ach komm, wenn wir schießen, dann soll es auch was bringen. Und noch einen. Wir könnten natürlich auch ein Seelchen essen, weil 50 Schuss kommen wir nicht weit. Was kosten die 50? Also 10 kosten 500. Für 5000 bekommen wir einen 100er Pack. Oh, jetzt dachte ich gerade. Überfall! Das sind 10, das ist ein Held, 8, 5, sollen wir das mal machen, Spaß, aber eine. Ach komm, 1 essen wir jetzt einfach mal. Ja, 5000. Holen wir uns nochmal 100 Schuss. Flame, ja, schon klar. So, haben wir zumindest mal ein bisschen was an Munition. Und wie gesagt, die sind auch nicht unbedingt so abartig selten, die Dinger. Ja, für den würde ich das gerne mal testen, ehrlich gesagt. Für den an ihm würde ich das gerne mal... Okay, ich dachte gerade, wir hätten
Seelen verloren, aber das ist natürlich Quatsch. Haben wir es noch? Ja, das ist eine Verzweiflung. Ach, wir haben wieder gewechselt, verdammt. Ach, jetzt haben wir ein Problem. Verdammt, jetzt wollte ich so schön das Ganze mal testen, aber nein. Jetzt haben wir die falsche Armbrust drin. Verbrennen, was können wir denn verbrennen? Ach ja, edler Knochen. Wir haben zweimal edler Knochenstaub. Naja. So, was haben wir bis jetzt geschafft? Nichts. Absolut nichts. Jetzt können wir aber wieder mal irgendeinen Schwachsinn machen. Und zwar könnten wir... Ja, okay, das ist ganz nett, aber wie gesagt, das passt nicht so wirklich zu unserem Build. Bessere Waffe. Ja, wobei, ich meine, wenn ich doch die... Entweder senke ich die Abwehr oder... Ach, das kann ich wahrscheinlich kombinieren, ne? Ach nee, da mache ich ja Finsterschaden. Dann ist ja der physische Schaden, wird ja hier wahrscheinlich einberechnet. Oder vielleicht kommt der noch oben drauf, dann macht der physische Anteil und... Nee, der physische Anteil macht mir Schaden und weil ich so finster verzaubert habe, mache ich dann auch noch Zusatzschaden mit dem. Also ich denke... Vielleicht die in Kombination könnten die richtig reinhauen, so bei Bossen vielleicht erstmal auf den Gegner hauen, das hält wahrscheinlich auch eine ganze Weile an. Ja, jetzt was nun? Irgendwas gegen Untote mal? Nö. Wo müssen wir denn hin? Ach ja, in den komischen... In den komischen... ins Schloss, genau, Schloss Drang Lake oder was? Ja, werden alle damit gezaubert? Okay, der hat nur die Billo-Dinger. Wurscht, kaufen wir. Einfach, weil wir noch was im Gepäck haben und das nicht brauchen. So, wo kommen wir da hin? Wie kommen wir da hin? Hier kommen wir da hin und dort, genau. An dieser Kreuzung. Jetzt haben wir die vier Seelen, das heißt, wir können zum Schloss aufbrechen. Was war das nochmal? Und gibt es da was Feines? Ich meine, es war eine Sackgasse, die irgendwo endet. Ah, zumindest God Rays. Also die Sonnenstrahlen. Rote Tränensteinring. Ist das der gleiche wie aus dem ersten, der uns die den Schaden massiv erhöht, wenn wir der Gefahr. Ja, bei niedrigem TP erhöht verbesserter Angriff. Das ist gar nicht mal schlecht, das Teil. Ganz im Gegenteil, wenn man die... Wenn man einen auf die Nuss bekommt, wenig Energie hat, dann schaltet das Ding sich ein und erhöht den Schaden um, ich weiß nicht, 50% oder sowas. Und wenn man das dann noch paart mit zum Beispiel... Oh, was ist jetzt schon wieder? Das Symbol des Königs. Achso, das ist dann... Total Endgame-Content. Also dann müssen wir den König wohl, den Vendrick besucht haben, ihm einen auf die Nuss gehauen. Naja. Ich bin mal gespannt, wie es läuft mit den zwei Affen. Ich habe auch schon eine tolle Taktik. Im Schloss erwarten uns nämlich welche, die wir schon kennen. Ja, ich habe es, glaube ich, schon zigmal erwähnt. Recycling ist auch hier wieder angesagt. Und hier bezieht sich das Recycling auf die Gegner, die wir schon getroffen haben. Okay, und der Typ ist weg. Haben wir den umgehauen? Und wieso war der nicht in... Ah, da fällt mir was ein. Das können wir auch noch geschwind machen. Ja, da wird es jetzt also eine völlig idiotisch durch die Gegend Reisegeschichte. Denn... Moment, war das dumm? Wo ist der Raum? Jo, das war dumm.
wir. Genau, das ist der gleiche Weg wie zum Spinnchen. Das machen wir zuerst. Wir haben nicht den Schlüssel bekommen für die Tür unten. Das heißt, wir müssen dort wieder runter. Ja, den Weg kennen wir. Haben wir das letzte Mal ein paar Mal. So ein, zwei, drei, vier Mal zurückgelegt. Gut. Jetzt dürfen wir auch hier Besuch bekommen. So ein bisschen zumindest. So. Ja, nee, ist klar. Und jetzt... Oh, bitte mal kurz. Nicht völlig dumm sein, danke. So, und sie kommt, sagt hallo. Na, finden wir nicht gut. Haben wir... Ja, wir haben. Nutzen wir einfach das. Jetzt hoffen wir nur, dass sie nicht von hinten kommen, wenn wir hier kämpfen. Oder während wir kämpfen, will er. Ach Gott. Unsere Kugel. Ja, heute noch. Gut, der hat keinen Bock. Ah, das macht doch nichts. Kommt mir das nur so vor, da sind wir langsamer. Hat es nicht mal schneller gezaubert? Komisch. Große Titanitscherbe, sehr gut. Pfahlstein, nicht ganz so gut. Ach ja. Also doch ein Hinterhalt. Wenn wir weitergehen, kommen wir von hinten. Haben wir auch nie gesehen. So, die zwei Affen auch noch. Komm, wir wüten da drin einfach mal. Die sind ja alle mit einem Schuss weg. Das wird ja sehr witzig werden. Er wird's los. Und dann gehen wir zurück und in das kleine Räumchen. Einen Zeldora-Hut. Das ist bestimmt super hübsch, oder? Ach ja, die Dinger. Erhöht Anzahl der erworbenen Seelen. Ach was. Oh Gott, wir sind eine Russenkappe. Naja. Sieht ja nach. Sieht ja tschechisch aus oder so. Halt, da hinten war ja noch einer, genau. Das war dumm. Das Vieh wackelt im Ärschle, das heißt. Angriff steht kurz bevor. Zweimal. Dreimal. Oh, es sind sogar vier, aber wir haben genug. Für alle. So, den nehmen wir auch noch mit den kleinen. Ah, oder kommen wir da rein? Das werden wir gleich mal testen. Vielleicht bin ich sogar richtig hier. Wir haben einen Lichtbuchtschlüssel. Große Titanitscherbe. Immer gerne gesehen. Also hier kann man die auch ein bisschen... Ne, hier muss man die jetzt farmen. Okay, da sind wir hier doch richtig. So. Du gehst schön zurück. Sehr merkwürdig, jetzt hat es wieder keinen Schaden gemacht. So, die haben wir. Und die haben wir auch. Wenn wir es ein bisschen blocken, ist das gar nicht mehr so schwer gegen die Mistviecher. Mastodon Großschwert. Ja, hatte das Vieh einfach mal im Rucksack. Hoffentlich keine Falle. Großes Schwert des Schwarzen Ritters brauchen wir nicht. Großer Feuerball brauchen wir auch nicht. Feuersamen brauchen wir auch nicht. Sehr gut. Also das hat sich gelohnt, da zurückzugehen. Und hier müssen wir jetzt auf jeden Fall auch noch eine Kleinigkeit haben. Ein kleines Räumchen, aber ich glaube, da kommen wir gar nicht so rein. Mal gucken, ob die... Okay, ist jetzt 37.
36, wusste ich's doch. Ist das eine Benutzung zu schwer zum Öffnen? Nein. So, das Glöckchen nehmen wir wieder zur Hand, weil das ist ja unsere fast schon Hauptnahkampfwaffe. Du schaffst es. Ha! Gedacht, gewusst wie? So, dann müssen wir das Gebiet aber wirklich komplett abgegrast haben. Hier dürfte es noch nichts mehr geben. Och, nicht wahr. Gut, hierfür brauchen wir diesen Müllschlüssel. Aber die Typen waren doch da oben irgendwo in irgendeinem Raum. Ja, hier kommen wir auf jeden Fall nicht mehr. Nicht mehr da hoch, oder? Ich glaube nicht. Kommen wir wieder rein? Ich hoffe es. Ach komm, Tür zu. Vielleicht gelingt es uns jetzt. Ja, das war schon gut. Müssen wir es nur noch ein bisschen besser machen. Sind wir zu schwer? Oder was? Oder wie? Ja, diese Sprungpassagen hasse ich eigentlich bei Dark Souls. Bei Dark Souls 2 scheinen die... Jawohl. Halt! Scheinen die irgendwie noch nerviger zu sein. Ja, genau das war mein Angriff. Wie immer. Das Spiel weiß ganz genau, was ich will. Finde ich toll, wenn man sich so blind versteht. Ja, jetzt mal ein bisschen fettsäckig unterwegs wegen der... wegen dem Glöckchen. Aber das geht schon klar. Oh, oh. Volle Deckung. Ja, dann kann ich gerade wieder shoppen gehen. Aber ich möchte zuerst noch kurz da hoch. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch geht, aber die... Der Pate und... Oder haben wir gegen den Pate nicht gekämpft mit seiner Lanze, weil er uns am Anfang schon genervt hat und eingesperrt? Oder haben wir den nie angegriffen? Gut. Jetzt kommt wieder die gute alte... Kopfschuss. Ne, das will nicht. Gut, dann... geht's auch wieder mit der Kopfschuss-Variante weiter. Oh, duck dich doch nicht weg, Junge! So, bitte aufrichten. Danke. So, du bist die Nächste oder der Nächste. Immer so schwer auszumachen, was die genau sind. So, tschüss. War ich da unten eigentlich schon? Ja, war ich. Ich meine, da drüben gibt es noch ein Räumchen. Werden wir jetzt wieder beschossen? Natürlich werden wir das. Halt. Oh. Kurz verrissen. Darf man bei Waffen ja nicht. Deswegen sanft den Abzug betätigen. Nicht in Irre reißen. Ja, okay. Das haben wir wohl vergeigt. Hier gibt es normalerweise einen, ja, eine Art Zweikampf. Da kämpfen Pate und der andere komische Vogel gegeneinander. Gegeneinander. Und... man darf sich für einen entscheiden und derjenige natürlich, dem man hilft, der findet das dufte, der andere findet es nicht ganz so toll. Wie, Skeptiker-Gewürz? Ach, die lassen Skeptiker-Gewürzchen fallen. So, jetzt gucken wir und hoffen, dass die Spinnchen über den Berg kommen. Tun sie natürlich nicht. Tun es den Gefallen nicht. Finde ich ein bisschen... unnett. Gut, dann gehe ich halt. Muss der Berg halt wieder mal zum Propheten. Hm.
Wollte doch ein bisschen Feuer kaufen. Komm, komm, mal ein paar Feuerbolzen, oder? 9000 Seelchen, da gehen schon einige. Ja, ja, schon klar. Rüstung verstärken, Waffen, Gegenstand kaufen, Munition, Feuerbolzen. 114 Stück, vielen Dank. Wie viel haben wir jetzt? Wie 114? Moment, ich habe doch schon mal welche gekauft. Habe ich die versehentlich rausgeschmissen und in die Truhe. Wird sofort getestet. Gegenstandskiste. Und ich wollte eigentlich die zwei Dinger verbrennen. Das machen wir auch noch. Und dann schauen wir mal, wo es wirklich hingeht. Weil das ist hier Quatsch. So. Mastodon, Großschwert. Das brauchen wir ganz sicher nicht. Großschwert des Schwarzen Ritters. Ganz sicher nicht. Auch nicht. Kettenbrecher brauchen wir nicht. Komm, Hammer kann weg. Der, da haben wir kein Geschick dafür. Das lassen wir mal alles drin. Obwohl, Fallschirm, was braucht denn das? Ja, kann ich nicht nachprüfen. Das ist auch super gelöst. Ja, und jetzt? Na, das bleibt mal so, wie es ist. Großschild des Rebellen. Ich glaube, da wollen wir gar nicht nachgucken, oder? Da brauchen wir wahrscheinlich ein bisschen mehr Ausdauer, als wir haben. So, ich wollte aber irgendwas gucken. Was wollte ich gucken? Munition. Munition da drüben. Nö, nur unsere. Feuerpfeil. Die habe ich aber garantiert nicht gekauft. Gut. Nein, falsch. Oh, bitte, bitte. Oh, ja. So ein bisschen doof. Ja, im Grunde genommen kann man das sicher auch ein paar Sekunden lang hinsetzen, das mal fünfmal machen, zehnmal machen, dann kommen die Scheißviecher nie wieder. Ist auch ganz angenehm. So, wir aber reisen nach wohin? Nach Majula, dann werden zweimal wird dann das Fläschchen aufgefüllt. Das heißt, wir haben auf jeden Fall, meine ich dann, volle Energie bei dem bisschen Vitalität, was wir haben. Verbrennen. Edler Knochenstaub. Wird verbrannt. Okay. Okay. Ja. Ja, okay. Danke. Verbrennen. Edler Knochenstaube. Also jede Flasche bringt jetzt noch mehr. Und die Scherben sind die Anzahl. So. Wohin jetzt?